Manchmal ist das Leben wie ein dunkler, dunkler Tunnel. Man hat ständig das Gefühl, nie wieder ein Licht an seinem Ende zu erblicken. Aber wenn man immer schön mutig weitergeht, dann wird man vielleicht an einen schöneren Ort gelangen. Bist du frustriert, Junge? Frustriert, weil du der Schwächste bist? Dann merk dir das Gefühl und halt daran fest. Denn es zeigt dir, dass du noch nicht aufgegeben hast und dass du noch immer an dich glaubst. Hör mir gut zu, Junge. Werde nicht zu so einem langweiligen Menschen, der nur vor sich hinlebt und das tut, was von ihm erwartet wird. Solange du den Mut besitzt, nicht aufzugeben, kannst du alles erreichen, was du willst. Immerhin sind wir Lebewesen, die nicht fliegen können und waren dennoch als Erste auf dem Mond. Das heißt, es gibt keine Hoffnung mehr. Nein, nein, Zuko. Du darfst dich nie im Leben der Verzweiflung hingeben. Wenn du dir erlaubst, diesen Weg zu gehen, ergibst du dich damit deinen allerniedersten Instinkten. In der schwersten Zeit ist die Hoffnung etwas, das du dir selber gibst. Das ist ein Zeichen von innerer Stärke. Ich würde sagen, du bist zu sehr daran gewöhnt, dass man dich verletzt. Stärke ist letztendlich eine Art von Ausdauer. Quasi die Kunst, den Stress zu ertragen. Es ist so, bevor die Belastung zu viel wird, fängt die Seele an zu schreien. Wut, Trauer und Frust treten in den unterschiedlichsten Formen hervor. Aber du, Iki, du bist eine, der viel zu viel ertragen und durchleiden muss. Selbst dieses Schreien kannst du nicht mehr hören. Deswegen bist du wohl immer so cool. Zeigst nur dein ruhiges Lächeln. Als dein Freund wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du eines Tages einen Menschen finden wirst, der das Schreien deiner Seele hören kann und immer für dich da ist. Ich müsste jetzt glücklich sein, bin's aber nicht. Ich bin wütender als je zuvor und weiß nicht warum. Das lässt sich nur mit einer Frage beantworten. Auf wen bist du wütend? Auf niemanden. Ich bin einfach nur wütend. Schon klar. Nur auf wen bist du wütend, Zuko? Na, auf alle. Ich weiß es nicht. Auf wen bist du wütend? Beantworte die Frage, Zuko. Sag es uns. Na los, beantworte die Frage. Komm schon, rück raus damit. Ich bin wütend auf mich. Warum? Weil ich total verwirrt bin. Weil ich im Moment einfach nicht mehr sagen kann, was richtig oder falsch ist. So streng, wie ich manchmal zu dir bin, könnte ich es dir nicht mal übel nehmen, wenn du deinen alten Großvater nicht mehr magst. Aber weißt du, Raffi, dass ich dich so hart trainieren lasse, hat schon einen guten Grund. Ich möchte, dass du zur Marine gehst. Ich will um jeden Preis verhindern, dass du vom rechten Weg abkommst. Das ist mir wichtiger als alles andere.